Unser letztes Ziel ist der Secret Beach, Uncool Beach. Dies hier ist übrigens noch nicht Secret Beach, sondern einer der kleineren Strände unterwegs. Warum er Secret Beach, also geheimer Strand, genannt wird, haben wir herausgefunden. Der Strand ist nämlich äußerst schwer zu finden. Es gibt keine Straße und eigentlich kaum richtige Wege dorthin und die Fahrt mit dem Motorrad war mehr als eine Tortur, ein richtiges Abenteuer. Zeitweise haben wir nicht mehr geglaubt, den Strand überhaupt zu finden und wollten auch schon umkehren, aber schlussendlich haben wir ihn dann doch entdeckt. Auf unserer abenteuerlichen Suche nach dem Secret Beach haben wir auch diese Salzwälder hier besuchen können. Aber auch hier gibt es weder eine Straße noch einen halbwegs befestigten Weg zu entdecken. An dieser unter Anführungszeichen Brücke war für uns und unser Motorrad dann endgültig Endstation. Anzeige, da überlegt er gut, ob du irgendwas vergessen hast, weil da fahren wir sicher nicht mehr zurück. Ja, das ist wahr. Aber Gott sei Dank waren es nur noch wenige hundert Meter zum Secret Beach. Hier gibt es absolut null Touristen, außer Doris und mich natürlich. Ansonsten trifft man hier nur auf einheimische Fischer und ihre Familien. Allen voran die Kinder, für die wir als Ausländer natürlich besonders interessant sind. Und hier sind wir nun am Secret Beach, einen circa einen Kilometer langen, menschenleeren Sandstrand, der nur für Doris und mich gemacht wurde. Und jetzt heißt es natürlich ab ins Wasser. Das Wasser muss einen ziemlich hohen Salzgehalt haben, da man auch ohne Schwimmbewegungen oben aufbleibt. Man kann übrigens hunderte Meter ins offene Meer hinaus, man kann trotzdem immer noch stehen. Wir wissen jetzt, warum er so heißt. Ja, wenn man nicht herkommt. Die Straßen kann man gar nicht beschreiben und wenn man die werden zeigt, wird dann schlecht. Außerdem, es war ja gar keine Straßen, oder? Du hast ja gestern gesehen, die Kleine, was uns im Weg gezeigt hat, hat vor uns gestellt. Ja. Okay, das machen wir bei uns auch. Die Rede ist von der jungen Frau, die uns zum Vipassana-Tempel geführt hat. Aber jetzt genießen wir noch einmal den Secret Beach und damit beenden wir unseren Bericht von unserem Urlaub in Kambodscha.